Inscope 21 Reactions ist einer der Kanäle, die ich am ersten gefunden habe. Ich hoffe, der Kanal ist im guten Gefalle der Community. Ich habe hier ein Like unter dem Video dagelassen, weil das Video mir wirklich nicht gemundet hat. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, es bleiben zu lassen. Ansonsten, ich hoffe, das nächste Video kommt und ich hoffe, du bist nicht dabei. Ich frage mich aber gerade, ob auf YouTube eigentlich nichts passiert ist. Ich habe das Gefühl, YouTube ist irgendwie seit... Also, ich habe nichts verpasst. Hast du Abi gemacht? Ich? Mhm. Nein. Wahrscheinlich wärst du auch Simon durchgefallen, oder? Tatsächlich, ja. Ich hab's tatsächlich gemacht. Du hast Abi gemacht? Ja, aber nur um zu arbeiten. Guck mal, ihr müsst euch mal überlegen, Jana ist... Sorry. Jana war bis dato, beziehungsweise ist aktuell immer noch auf einer Schauspielschule, ne? Ich krieg jetzt Freitag mein Zeugnis. Ich bin fertig. Und jetzt erzähl mal ein bisschen so, was hast du dort gelernt? Ja, nur ein bisschen so grob, damit man sich mal vorstellen kann. Was ich gelernt habe? Du kannst den Kopf noch abnehmen, wenn du willst. Ach so. Also, dass man sich mal so vorstellen kann, was genau hat dir im Prinzip jetzt diese Schauspielschule gebracht? Sehr viel. Also, man lernt sehr viel. Es ist aber langweilig. Also, es ist wirklich nur interessant für Leute, die sich dafür sehr interessieren. Also, man lernt über die Persönlichkeit sehr viel. Das ist, also, man kann sich eigentlich vorstellen, dass es eine Selbsthilfegruppe ist. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, auf jeden Fall, ja. Ja, also man muss ja seinen Körper kennenlernen. Du kannst ja nicht etwas anderes spielen, wenn du dich selbst nicht kennst. Stimmt, ja. Ja, und du lernst halt... Deinen Körper kennen. Genau. Auf ganz genauer Basis. Genau. Und auch wie du deine Stimme einsetzt, wie du... Also es ist wirklich eine komplett andere Welt. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende habe ich eine Vorführung gehabt, da waren auch ein, zwei Influencer dabei. Mhm. Komplett andere Welt, deswegen nämlich die auch... Regina und Kiko waren dabei, die haben sich lange schon auch grüße gesagt. Grüße genau aus Monte. Ja. Hast du mal mit ihr über Monte geredet? Das sag ich nicht. Dann hast du es gemacht. Nein, das habe ich nicht. Oh mein Gott, und sie hat gesagt, dass Monte scheiße ist. Ich habe gesagt, ich habe nicht darüber geredet. Okay. Ja, auf jeden Fall, es ist eine andere Welt. Es ist komplett eine andere Welt, weil es ist im Endeffekt wie dieses Meditation-Ding. Du spürst wirklich, versuch mal, wenn, dann fragen dich die Dozenten wirklich so, und wo spürst du jetzt deine Stimme? Es ist wirklich so. Ob du die jetzt hinten im Rücken spürst und das bringt was. Aber es ist halt komplett eine andere Welt. Ja, also was genau hat sich dann bei dir, also wo hast du es gespürt? Überall. Immer woanders. Und dann merkst du, deine Stimme, die verändert sich immer. Zum Beispiel, ich habe jetzt, als ich YouTube gemacht habe, habe ich die Schule ein bisschen vernachlässigt. Und da hat sich meine Stimme komplett verändert. Jetzt bin ich wieder voll drin und die ist so geil. Aber deine Stimme in Bezug auf Singen oder auch aufs... Auch aufs Singen. Also ich habe jetzt innerhalb der 4 Jahre mich so krass weiterentwickelt. Nee, ich meine, also wirklich jeder kann singen. Es ist wirklich nur, man muss sich halt lösen und wenn du frei bist. Aber verändert sich deine Stimme auch bezüglich dem, wie du redest? Ja. Ja, klar. Aber wie? Je nachdem, wie du dich aufwärmst. Ja, okay, aber was ist dann daran anders? Du trainierst ja deine Stimmbänder. Die werden lauter, intensiver, dunkler, tiefer, höher. So wie bei Knossi, dem seine Stimme ist komplett omega broke. Die ist hoch, gell? Der schreit ganz schön viel. Der schreit unglaublich viel. Also guck mal, sag mir mal jetzt eine Übung, die ich machen kann, um meine Stimme anzupassen. Ach nee. Warum denn nicht? Ich mag sowas nicht. Ah! Aber wir wollen doch jetzt hier den Chat entertainen, oder? Ja. Ja? Du wirst mich auslachen. Aber diese Übung ist wirklich eine Übung. Also nicht das, was du machst, sondern dass du deine Zunge im Mund bewegst, weil das ist ein Muskel. Ich werde wieder knallrot. Es ist ein Muskel und du lockerst damit auch deinen Kiefer. Ja. Und du spürst so halt den... Nicht den nee, mach weiter. Nein, das ist... Hä, was ist denn los? Niemand hat, nee, es hat, niemand hat was gesagt, erzähl die Story. Das ist unangenehm. Können wir was anderes machen? Können wir jetzt nicht ein Horrorspiel? Nee, sag mir mal, wie nee, es geht. Ich mach das privat, okay? Ich erklär's dir privat. Ich würde ganz kurz gerne die eine Übung machen. Nee, ja, dann die mach eine das. Übung, wie geht? Nee. So, einfach so. Ja, oder du machst... Versuch mal mit deiner Zunge unter die Zähne hinten. Aber machst die ganze Zeit deinen Kiefer so auf, nur mit der Zunge. Dann trainierst du auch die Zunge. Das sieht völlig bescheuert aus. Na, ja, du machst mit dem Kiefer. Versuch das nur mit der Zunge zu drücken. Den Kiefer aufdrücken. Ja. Dass du tust die Zungenspitze hinten. Ach, dahinter. Ja. Und dann kriegst du immer mal so einen Kotzwirbelreiz. Das waren jetzt nur Übungen für halt die Zunge, um die zu lockern. Okay, und jetzt aber du kannst auch singen. Nein, du kannst auch Ja, das ist schon besser angehört, oder? Wahrscheinlich. Wo bin ich hier gelandet? Guck mal, Jana, ich sag dir ganz kurz, was ein ganz großes Problem von dir ist, okay?
Was mir persönlich aufgefallen ist, du lässt dich extrem schnell in so eine Situation bringen, wo das dir unangenehm ist, okay? Und das habe ich über die Jahre gelernt, egal wie unangenehm dir eine Situation ist, scheiß drauf. Okay, ich scheiß drauf. Einfach weitermachen. So tun, als wäre nichts gewesen. Zum Beispiel, mir ist es schon mal zum Beispiel passiert, dass ich einfach, du kennst es, man ist in der Gruppe versammelt, ne? Du denkst so, jetzt kommt gleich der Nieser, ne? So, dann denkst du so, okay, was soll mit dem Nieser passieren? Du niest halt mit vollem Enthusiasmus, haust den raus, plötzlich, du bläst auch noch gleichzeitig. Mhm. So, jetzt hat jeder mitbekommen, du hast gerade genossen, gleichzeitig gebläht. Ja. Es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder dir ist es mega unangenehm. Du brauchst mir das eigentlich gar nicht erzählen, ich bin eigentlich nicht so. Aber hier, ich fühle mich hier eigentlich ziemlich privat, da wird es mir ein bisschen unangenehm. Aber eigentlich würde ich sagen... Oder du sagst... Ja. Du scheißt komplett drauf. Ja. Und du tust so, als wäre nichts gewesen. Also ich musste in den 4 Jahren, wurde ich ständig verdonnert, seit dem ersten Semester auf die Bühne zu gehen, um zu singen, weil mein Schulleiter wusste, ich hasse es und habe Angst davor. Mhm. Und ich habe jedes Mal gescheitert und er wollte mich einfach scheitern sehen. Und die haben mich ausgelacht des Todes, aber es war immer die geilste Vorführung, weil ich immer weitergespielt habe. Aber Bühne ist halt eine andere Welt. Ja, also wenn ich auf die Bühne gehe... Sobald ich auf der Bühne bin ich nicht mehr Jana. Ich würde auf jeden Fall mich erstmal komplett... Ausziehen. Ich würde... Genau. Und danach würde ich mir per Gedanke einen runterholen. Und danach würde die Vorstellung beginnen. Und ich würde dann im Prinzip wahrscheinlich mich komplett blamieren. Aber scheiß drauf. Du hast mich blamiert vor der Frau. Wir machen weiter. Weißt du, wenn du extra sagst, ich will jetzt singen, dann machst du so... Aber wenn du es so nicht ansprichst, dann kannst du es. Aber guck mal, das Ding ist, wenn ich jetzt ernst anfange zu... Du musst es irgendwann mal jetzt so in 10 Minuten nochmal einfach mal so anfangen. Einfach mal so vor dich hin. Mein Chat wäre komplett voll mit Cringe. Ich kenne die Leute. Ja, dann macht er das Mikrofon aus. Wenn du singst. Wenn Leute, also wenn mein Chat so hört, dass ich anfange so ernst zu singen, dann denken die sich so, oh nein, bitte nicht. Ich bin schön. Oh Gott, Jana, du bist so süß zu mir, aber womit habe ich das nicht verdient? Kappa. Die Leute haben schon richtig Mitleid mit mir. Die Leute sagen mal lieber Mitleid mit mir. Ich hab doch schon Mitleid mit mir. Da ist die Wahrheit rausgekommen. Jana Riebe. Ich mag's dir sorgen. Nein. Doch. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Guckt ihr oft Leuten zu, wie sie sagen? Ja, na klar! Warum zockt ihr nicht einfach selbst? Du verstehst das nicht. Warum? Ich glaube, Jana hat Twitch nicht verstanden. Warum guckst du nicht anderen Leuten, warum guckst du anderen Leuten zu, wie sie sich schminken? Warum schminkst du dich? Mach ich gar nicht, ich hab's noch nie gemacht. Ja, liegt doch nicht rum. Ich hab's noch nie gemacht. Komm. Ich hab's noch nie gemacht. Warum guckst du anderen Leuten zu, wie sie... Wie sie was? Ja. Alles auch nicht. Lieber alles selbst, Mann. Selbst? Ja, deswegen ja. Ich schminke mich selbst, ich mach alles selbst. Ich spiele auch selbst. Aber du guckst ja auch gerne. Nein, mal. Ich habe alles selbst gelernt. Guckst du auch gerne mal. Ich habe alles selbst gelernt. Auch auf Photoshop und Schneiden habe ich nie ein Tutorial angeschaut. Hätte ich das mal gemacht, wäre ich schneller und besser. Aber habe ich nie gemacht. Wollte lieber selbst verzweifeln. Warum schaust du Fernseher? Das ist die dümmste Frage aller Zeiten. Bin ich auf jeden Fall dabei, Digga. Von mir oder was? Mhm. Ja gut, dann halte ich jetzt meinen Maul und halt wieder Nico zu. Ich sag jetzt aber nichts mehr. RIP Vanilla ist mit 2 Euro, küsse mal das Mädchen neben dir. Genau. Gönnst du mir den Stream mit Stephanie? Mhm. Ja? Mhm. Korrekt von dir, Spaß. Aber ich glaub, Stephanie, glaubst du, Stephanie denkt, dass ich ein Clown bin? Wahrscheinlich. Nein. Nein. Schauspielerisch weißt du das. Wein mal, weinst du? Ob ich weinen kann? Ja. Nein, ernst gemeint, nee. Ich kann weinen. Nein, du sagst nicht die Frage, ob du kannst, sondern tust du es manchmal? Weinen? Ja. Schon lange nicht mehr. Wie lange ist es her? Jahre. Echt? Mhm. Warum? Worüber soll ich denn weinen? Hey, was heißt hier eigentlich Dinger? Hin und wieder zu weinen, also ich finde, weinen tut krass gut, so ist nicht. Aber, keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr geweint, weil ich einfach so denke, nee, Digga, muss jetzt nicht sein. Okay. Genau. Auch nicht bei Filmen? Ja, doch, stimmt. Bei dem einen Film, wo der ins Weltraum fliegt, wo er seine Tochter zurücklässt. Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit I. Was? Inception? Interstellar, ja. Da habe ich kurz so dieses Vatergefühl bekommen. Aha. Und dann habe ich halt so, ich war traurig, aber ich habe jetzt nicht geheult. Krass. Boah, ich werde immer von Filmen mitgenommen.
Okay, letztes One-on-One beginnt. Ich laufe mal eine Runde um Block. Das dauert nicht lang, glaub mir, ich nehme den jetzt kurz hops. Genau. Musst du dir echt die Beine vertreten? Okay, ich glaube, Jana muss eher aufs Klo. Warum ist Jana so? Free Jana.